So, ihr süßen Honigschnecken, ich bin's mal wieder, Flastwi, bei Pokémon Sauber Challenge. Und wir rennen gleich mal einen Trainer. Rate mal, warum es hier draußen so kühl ist. Was soll ich denn mit dem vielleicht bei einem anderen Vulkan steht? Ja, das ist richtig. Ich würde auch sofort neben einem Vulkan ziehen. Das ist, ja, super Idee. Definitiv, beste Idee ever. Ever. Zieht neben einem Vulkan und euch ist immer warm. Oder kalt. Je nachdem. Aschenregen. Ascheregen ist nichts Schönes, aber. Naja, ne, wer drauf steht. Ich werde gerade an das Lied hier Aschenflug von Adetabir erinnert. Du bist auf deinem Aschenflug. Ja. Ich sollte nicht singen. Ein Giradax. Ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Mit euren scheiß Zigzags und Zigzags Evolution jetzt auch noch. Fuck you, Game. Fuck you. Ja, das hätte ich auch haben können. Fuck you. Ja, jetzt liege ich heulend auf dem Boden. Tschüss. Da möchte ich nicht drinnen bleiben. Hier, Newton, mach du das mal. Die anderen Teammitglieder sind dann doch, ja. Ach so, und ja, gerade wo ich von heulen rede, wenn ich einen Geradax sehe. Ja, unser Gruppenadmin Christoph, beziehungsweise Spooky4F. Ich glaube, er hat letztens auch heulend unterm Tisch gelegen. Denn er musste immer noch die 800 Kommentare vom Kräuseakt liken. Er liked ja gerne alles, also. Ich glaube, er lag heulend und flennend unterm Tisch. Ich glaube, er hatte Mordgedanken in diesem Zeitpunkt an uns alle. Ja, okay. Genug von der Kräuseaffäre. Als ob ich dich kämpft nicht gesehen hätte. Aus den Aschen erhebe ich mich. Kiai! Herausfordern tue ich dich. Kiai! Neues Pokémon. Kiai! Kennt er schon, ne? Ist jetzt in der 7. Generation, die noch gar nicht veröffentlicht worden ist. Kiai! Definitiv. So, Scheiße. Stimmt ja. Und Smogons können sowas, was ich gar nicht gerne sehe. Fuck. Fuck. Zum Glück hab ich ausgewechselt. Oh, da fuck. Oh, da fuck. Ja, ich möchte auswechseln. Oh, der fuck. Der will mich doch verarschen. Der will mich verarschen. Junge. Alter. Ich krieg hier einen Halt. Ach, scheiße, das Pferd schwebe. Ich krieg hier einen halben Herzinfarkt, ey. Halleluja. Will der mich verarschen? Holy shit. Deswegen sehe ich Smogons gar nicht gerne. Warum bloß? Holy fuck. Holy, holy fuck. Sorry für dieses Wort gleich so oft hintereinander. Aber es ist so. Hast du ein Smogon vor dir stehen, hab Respekt in einer Challenge. Hab Respekt vor dem Viech in einer Challenge. Das ist das, was ich dir raten kann. Hab Respekt vor dem Vieh, wenn du eine Challenge machst. Das Viech kann Sachen, die du gar nicht gerne sehen willst in einer Challenge. Ah, ich hab Angst. Wenn das nächste Smogon jetzt sein Finale einsetzt, bin ich natürlich down. Komm, das kann ich mir nicht antun. Ich will meine Fee auch nicht verschwenden. Ich habe ja noch eine. Ich habe ja eine letztens gekauft. Ah,
Kacke. Komm, ist mir jetzt scheißegal, was du machst, Hauptsache du setzt kein Finale ein. Bitte, du kannst gerne alles machen, außer Finale. Dein scheiß Finale kannst du dir in den Arsch schieben. Dankeschön. Und damit erhalten wir 5 Rubine für einen sehr, sehr, mich fordernden Kampf. Ich hatte Angst vor dem. Ehrlich. Das ist jetzt kein Scheiß. Ich hatte wirklich Angst vor dem. Jetzt möchte ich doch erstmal ein paar Supertränke verteilen. Das habt ihr euch alle verdient. Oh Gott. Gott, ey. Oh, Smogon, ich hasse dich. Komm, Gegengift jetzt noch auf meinen Newton. Oh Gott. Smogon, du bist scheiße. Oh Gott. Kram fürs, also Albtraum fürs Leben. Kleines Smogon-Trauma. Och, och, och. Ach, leck mich. Mensch. Das Panier sieht ekelhaft. Ganz komisch aus. Hat es... Schade, dass es nicht direkt braun ist. Sonst würde ich sagen, es hat Scheiße gefressen. Was? Ich habe nicht gelesen. Irgendwas mit Kamauf. Ich habe auch einen Kamauf übrigens. Wollte ich mal so anmerken. Ach, du hast sogar einen Kamauf. Wer hätte es erwartet? Niemand. Kamaups sind doch so Sachen, die ich gar nicht gerne sehe gegen mein kleines Elektro. Vor allem wegen dieser Intensität. Hätte tödlich enden können. Also für Dings. Na, Elektro. Für unser kleines Minun. Und da erhalten wir wieder ein paar Rubinchen. Ja, ich glaube, ich setze mal meinen Gary nach vorne so ein bisschen. Beutel, was mache ich denn hier für Scheiße? Erstmal ein Supertrank. Für Gary. Was wollte ich? Achso, mein Pokémon nach vorne setzen. Nein, Handy, du gehst jetzt nicht aus. Zusammen mit Newton, weil ich sehe gerade, da kommt gleich ein Doppelkampf. Ich bin auch Flo, hi, wie geht's? Asche sammeln, ach du Scheiße, was muss man für Langeweile haben? Alter. Lee und Flo, Bruce Lee und Flo, und meine Wenigkeit, What? What the hell? Ja, ich bleib erstmal drin. Ich glaub, so großen Schaden können wir Flummel nicht machen. Ich nehm zurück. Ach schön, es brennt. Schön, wie es brennt. Okay. Okay, ist mir recht. Ja. Schön, dass die Aquaknarre zuerst kommt. Jetzt frage ich mich, welches Flummel war vorhin schneller. Oh geil, Level 16. Ach, okay, Jaula, kannst du von mir aus gerne einsetzen. Stört mich gar nicht. Und damit haben wir 10 weitere Rubine. Doppelkampf, doppelte Trainer. Wisst ihr ja, wie ich das zähle. Wir haben verloren, mir ist langweilig, daher sammle ich jetzt Asche. Was für Langeweile muss man haben, um Asche zu sammeln. Alter, ist die Encounter Rate hier schrecklich. Ich krieg's Kotzen. Ich krieg das Kotzen, wenn ich die Encounter Rate betrachte. Top Äther für Peter. Ich heiß gar nicht Peter. Okay. Bandier.
What the hell? Was hat Panier für eine Fähigkeit? Was hat Panier für eine Fähigkeit? Fuck you. Fuck you, bitch. Sorry. Ich hab nichts gesagt. Mir juckt's Näschen. Ja, mir juckt's Näschen. Na, kratzen. Alles klar, ein paar EP. Na komm. Ach scheiße, und ich wollte dich gar nicht reinlaufen. Danke, dass du mich gefunden hast, aber nun müssen wir kämpfen. Ich hab dich gar nicht gefunden. Komischer Ninja Heini. Ich würde gegen das Vieh kämpfen, aber nee, EP zu, nicht EP, sondern Dings zu niedrig, KP zu niedrig. Da möchte ich nicht kämpfen gegen das Viech. Ich weiß nämlich nicht, ob Ninskala irgendwas gegen mich in der Hand hätte, ob das schon Bodenattacken kann. Aber ich will's gar nicht ausprobieren, ehrlich zu sein. Ninjask, ich will mal schauen, was das Ninjask so drauf hat. Ninjask. Du könntest auch ein Dings haben, das weißt du, ne, mein Freund. Könnte ich ein Ninja-Tom haben, wenn du wollen würdest. Okay. Blutsauger stört mich gar nicht. Oder? Nö. 5 Schaden, wow. Da springt ja. Ach, fuck, ein Temposchub. Ist ja ein Temposchub-Pokémon. Ach, fuck. Obwohl, Ninjas ist eh sau schnell, von daher. Ja, relativ flatter. Und ja gut, Schneckmack. Lahmarschig wie sonst was. Schneckmack ist, glaube ich, eins der lahmarschigsten Pokémon. Ja, leck mich doch am Arsch. Leck mir am Arsch. Verbrenne, verbrenne. The fuck, das können Probleme geben. Okay, okay. Ich bleib ruhig und das hat sich gelohnt. Wieder 5 weitere Rubine. Und ganz viele Erfahrungspunkte. Das lohnt richtig. Ah, das freut mich auch richtig. Ich werde meine Ninjutsu gegen dich einsetzen. Hol dir erstmal ein Kamajutsu. Du kannst auch schon Wirbler. Was, du bist schon vorbei? Diese Attacke gibt es nicht unter Pokémon. Nur mal so angemerkt. Glaswerkstatt, Glastikor aus Vulkanasche. Was gibt's denn hier Schniekes? Schnieke, Schnieke. Es macht Spaß, das Glas zu einer Flöte zu blasen. Wenn der Boss redet, Schnaufkeuch, Buß, Buß. Diese Region ist mit Vulkanasche bedeckt. Schnaufkeuch, ich habe ein besonderes Talent. Schnaufkeuch, ich mache aus der Asche Glas und stelle darauf Items her. Schnaufkeuch. Ja, man kann zu Asche sammeln, Schnaufkeuch. Eine Aschetasche. Das freut mich aber sehr. Nimm diese Aschetasche und lauf durch die Asche, Schnaufkeuch. Damit füllst du die Aschetasche mit Asche, Schnaufkeuch. Und wenn du meinst, du hast genug gesammelt, komm zu mir, Schnaufkeuch. Ja, das finde ich sehr lieb von dir, Schnaufkeuch. Was? Ja. Ihr solltet mal weniger in der Asche spielen, ja, Heinis. Ah, eine TM. Schick, schick. Keine Ahnung, was für eine. Auf jeden Fall eine TM. Oh, die Panniers gehen mir auf den Sack. Zum Glück habe ich keins fangen dürfen. Fuck. Ich hab's verpeilt. Jetzt ist die Frage, ist Tackle. Nein, das kann Aufruhr. Nein. Nein.
Nein! Weg mit dir! Komm! Scheiß drauf! Sonic kann das abblocken. Oh Gott. Dachte mir gerade so scheiße. Scheißen Dreck. Dachte man sich dann nur gerade so. Ja wow, für die billigen EP hätte man sich das schenken können. Der Vulkanus brust der eindeutige Beweis, dass die Erde lebt. Die Erde lebt und bebt. Das ist ja Wunderbärchen. Come on. Ach komm, lahm mal mich auf. Ju. Auch eine Kopfnuss ist ja niedlich. Gar nicht mal so niedlich. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, Schneckmack hat irgendwie so eine Riesenverbrennchance. Und das war ein Crit. Und das ist eine Angriffssteigerung. Und da schadet ihm die Verbrennung. Ja, tauschen wir mal wieder. Newton, du bist dran. Leck mich doch, hör auf dich zu verteidigen, du Sack. Auf dich zu verteidigen, es nützt dir im Endeffekt eh nichts. Richtig so. Jo, damit erhalten wir wieder ganz, ganz viele EP und einmal wieder 5 Rubine. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Laubwechselfeld. Komm jetzt nach Laubwechselfeld. Bin ich denn gelatscht? Ach so ist das. Ach so ist das. Okay. Willkommen im Pokémon Center. Wir haben eine Pokémon, ohne was dafür zu haben zu wollen. Bam, bam. Dum-dum-dum. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Oh, hallo, wer bist du? Du heißt Flo, ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und das bedeutet, du nutzt das Pokémon-Lagerungssystem, das ich entwickelt habe. Ich bin durch simple Deduktion zu diesem Schluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Lanette. Ich bin ehrlich, erfreut, dich kennenzulernen. Und ich freue mich, dass du das Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuche mich doch mal. Ich wohne an der Route 140. Das werde ich demnächst tun. Ich frage mich, wie die Pokémon wohl vor langer, langer Zeit aussahen. Vielleicht kann mir der Fossil-Maniac am Ortsrand etwas dazu sagen. Sicher kann er das. Auf den Feldern von Laubwechselfeld haben wir wieder standfähige Bäume gepflanzt, die auch in der Vulkanasche gedeihen. Ach ja. Ich bin auf meinem Aschenflug. Ha. Ja, wow, Riesenstadt auf jeden Fall. Da will man wohnen. Ist fast so wie mein kleines Kaff hier, wo ich wohne. Ja. Und okay, ich habe lange überlegt, ob sie meine Nico entwickeln soll oder nicht. Ich müsste nur dieses Mondstein einsetzen. Diesen Mondstein, aber das ist eine schwere Entscheidung. Würde es sich entwickeln, wäre es was, aber es würde auch anders aussehen. Dann wickel doch, leck mich doch am Arsch. Ich habe ja ein Nugget gefunden, das werde ich wohl verkaufen. Was soll ich sonst damit machen? Verkaufen. So, an dieser Stelle wende ich diesen Part mal. Ich hoffe, dieser Part euch gefallen. Gebt ein Däumchen nach oben, abonniert, kommentiert und alles, was ihr sonst nicht lassen könnt. Ihr kennt auch meine Sprüche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Flastivi Schisikowski.